ganz lieber Freund Petro Namakua, der mich musikalisch unterstützen wird, wenn es weniger halt. Dann haben wir natürlich ganz viele Einhörner hier. Vor allem ein ganz kuscheliges Einhorn mit einem Fell, wo man wirklich kuscheln kann. Das kann auch mal so rumgehen, darf jeder mal mit kuscheln. Wer so ein Einhorn kaufen möchte, gibt es bei der Susanne Hühn am Stand, oben in der Reihe von den Ständen. Ist Handarbeit, ist nicht billig, aber sehr schön. Haben die welche vorrätig? Die haben vorrätig, ja. Dann habe ich mir einen ganz besonderen schmusigen Hund hier geholt. Weil das ist im Grunde das, worum es geht. Dieses Einhorn und dieser Hund, das ist im Grunde das Symbol, der ist übrigens Schmusebacke hier, der Hund. Das ist das Symbol für das, worum es hier geht. Es geht um Kuschelenergie. Und Kuschelenergie ist das, was entsteht, wenn Menschen zusammen sind. Ja, und ganz lieb miteinander kuscheln, ohne dass es dabei um was Sexuelles geht. Es geht einfach um dieses zwischenmenschliche Angenommensein. Es geht diese Einhornenergie, ja, da bin ich ein ganz braver. Es geht um die Einhornenergie, die uns alle verbindet, die es uns ermöglicht, so eine Art Rudel zu bilden, das Gefühl zu bekommen von Angenommensein, von Zugehörigkeit, von Glück, von wir sind alle eine Gruppe. Und darüber möchte ich heute sprechen. Es ist eine ganz lange Geschichte, die beginnt im Grunde schon vor dem Beginn der Menschheit mit Rudeln, wie von Hunden zum Beispiel oder auch Pferden. All diese Säugetiere haben das Bedürfnis, sich aneinander zu kuscheln. Das ist für die wichtig. Ein Rudel zu bilden ist überlebenswichtig und dazuzugehören ist ganz besonders wichtig. Weil wer nicht zum Rudel gehört, ist tot. Und dass ich das Gefühl habe, ich gehöre dazu, gibt mir das Gefühl, ich kann überleben. Und deshalb tut der Körper Glückshormone ausschütten und Entspannungshormone, wenn ich dieses Gefühl habe. Wenn ich sanft berührt werde, wenn ich mich angenommen fühle, wenn ich in einer Gruppe dazugehöre, dann sagt der Körper, ja, mir geht's gut. Es geht mir richtig gut, es ist keine Gefahr, weil Gefahren gibt es ganz viele. Wenn dann der Mensch auftritt auf der Bühne, vor einigen sehr langer Zeit, da hat er das Problem, dass ja ganz viele Feinde draußen sind. Also der muss irgendwie gucken, dass er was zu essen bekommt und gleichzeitig nicht gegessen werden, von dem, was er sonst noch unterwegs ist. Und da hat der Körper ein System, das sind Stresshormone und Glückshormone. Stresshormone ist das, was der Körper braucht, wenn er was fangen will, was jagen will oder wenn dann Löwe ist, wo er davonlaufen muss. Dann schüttet der Körper Stresshormone aus. Und dann abends, wenn er am Feuer sitzt, wo er sicher ist, wo die Gruppe beisammen ist, da schüttet er dann Glückshormone aus. Da kann man sich dann das Fell lausen, was wir damals noch hatten, das ist ganz wichtig, gegen die Parasiten. Kann diesen Körperkontakt genießen, das, die Zugehörigkeit. Und da entsteht diese Kuschelenergie. Wofür wir das Symbol dieses Einhorns haben oder ganz praktisch so einen Hund. Und dieses Glücksgefühl, was wir da alle bekommen und diese Kuschelenergie, das ist etwas, was wir heute wiederentdeckt haben. Das ist ein ganz realer Effekt. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, das heißt Kuschel dich glücklich. Die heilende Energie von Kuschelpartys, weil Kuschelpartys, das ist das, wo das auftritt. Wo wir das wiederentdeckt haben, diesen Effekt. Es ist ja in unserer Gesellschaft so, dass wir eigentlich keine Kuschelerfahrung haben. Also es wird ganz wenig gekuschelt, schon die Kinder bekommen zu wenig. Meine Generation hat viel zu wenig bekommen, schon als Kind. Wer das weiß, wir wurden ja alle weggelegt.
Und als Kind ging es auch nicht um Kuscheln, sondern es ist ganz falsch, hart soll man sein, nicht? Die Generation vor uns war noch härter, wir sind auch noch ziemlich hart gemacht worden. Finde das schön. Also wer das, diese Kuschelenergie wirkt schon. Und wer das Gefühl hat, sich noch mehr ankuscheln zu wollen bei jemand anders, das ist völlig okay, dafür sind wir hier. Puh. Wunderbar. Ja, also Kuschelpartys. Das ist die moderne Form von wir sitzen am Feuer und lausen uns. Also jemand, der kommt, sollte keine Läuse haben, bitte nicht missverstehen, aber es ist dringend gebeten zu duschen vorher und sich was Frisches anzuziehen. Aber es geht um die emotionalen Parasiten, die wir haben. Es geht um die innere Heilung, die passieren kann. Um die innere Gesundheit, die dann entstehen kann, wenn wir in einer Gruppe zusammen sind, wo sich jeder angenommen fühlen kann. Und möglicherweise tut schon der eine oder andere jetzt das Spüren, dass da eine Energie im Raum entsteht. Das ist jetzt. Dass es jetzt anders ist wie vorher. Und wir sind jetzt gerade mal 8 Minuten hier. Jetzt wird er wach, ne? Ja, also das ist Kuschelenergie, die natürlich jetzt gerade erst so im Aufbau begriffen ist. Wir haben ja jetzt hier keine Kuschelparty, ich halte einen Vortrag. Eine Kuschelparty dauert 3 Stunden. Und kann man sich vielleicht vorstellen, dass dann nach 3 Stunden die Leute nach Hause schweben. Die schweben. Also nicht körperlich, aber innerlich schweben die. Ja, ne? Ist das schön? Du darfst es wieder zurückgeben. Ja, na Makua, spiel doch ein bisschen was. So klingt Kuscheln. Dürfen.
das Gefühl, eine Anspannung haben. Vielleicht irgendwie das Gefühl haben, da ist was. Es hilft, wenn man ganz tief durchatmet. Ah. Das tiefe Atmen hilft, um körperliche Anspannung ganz sanft aufzulösen. Einige Menschen im Hintergrund, die noch keine Verbindung haben. Sie müssen gar nichts tun, es entsteht von alleine. Aber sie sind herzlich eingeladen, sich unter das Volk zu mischen, sozusagen. Und Kontakt aufzunehmen. Die Schafen, wenn sie im Stall sind und kuscheln, die sind miteinander verbunden, nicht nur energetisch. Rinderzüchter, wenn die ihre Tiere zur Schlachtbank führen, sozusagen in die industrielle Massenschlachtung, die haben eine Maschine, da gehen die Rinder rein und werden sie ganz fest gedrückt. So eine Kuschelmaschine ist das. Und der Effekt ist, die werden ganz ruhig. Dieser intensive Kontakt, wo sie merken, ich werde gedrückt, das gibt ihnen dieses etwas falsche Gefühl von Sicherheit. Dann geht es ihnen gut. Sie schütten Glückshormone aus, Stresshormone fahren runter, Glückshormone fahren hoch. Und dann tragischerweise werden sie geschlachtet. Aber der Effekt, um den es da geht, ist eigentlich folgender. Wenn wir uns drücken, wenn wir uns richtig fest drücken oder wenn wir uns sanft berühren, je nachdem, was uns lieber ist, dann gibt es uns das Gefühl von Beruhigung, von Wohlgefühl, angenehme Entspannung. Und wenn sich jeder von uns wohlfühlt und wir in einer Gruppe zusammen sind, dann entsteht so ein Resonanzeffekt. Ähnlich wie sich eine Panik ausbreitet in einer Gruppe, kann sich auch Ruhe und Entspannung ausbreiten. Und es kann sich dieses Gefühl von glücklicher, kuscheliger Zufriedenheit ausbreiten. Und durch diese Resonanz zwischen den Menschen in der Gruppe wird der Effekt noch viel stärker. Wenn ich umgeben bin von Menschen, die alle entspannt sind und glücklich, dann brauche ich selbst ja auch keine Anspannung zu haben, weil es kann mir ja nichts passieren. Alle anderen Menschen... Oh, der Marokko macht ein neues Instrument auf, sehr schön.
Der spontane Impuls, ja, wunderschön. Danke, dass du da bist, Namakua. Den Namakua habe ich kennengelernt im Februar auf der Proveco in Darmstadt. Und ich glaube, du warst nie auf einer Kuschelparty, aber du verkörperst das. Noch nicht physisch. Ja? Aber du verkörperst genau das, worum es geht. Jetzt schon. Ja. Diese Flöte nenne ich die Mutter. Ja, das passt. Schön. Mutter ist gut, ja. Mutter ist gut. Jurte ist gut. In uns allen ist der Säugling, der sich danach sehnt, angenommen zu werden. Und dann habe ich gelernt, nach innen zu spielen mit dieser Flöte. Oh, wow. Deshalb passt das. Mach das. Allen steckt dieser Säugling. Dessen Überleben davon abhängt, dass er angenommen wird. Dass ihn jemand drückt und kuschelt. Dass er dazugehört. Der nicht überleben kann, wenn er diese Energie nicht bekommt. Jedes Kind braucht es, um sich gesund zu entwickeln. Und auch wir Erwachsenen brauchen es. Ganz besonders die von uns, die es nicht bekommen haben als Kind oder nicht genug davon bekommen haben. Und das Schöne ist, dass es so etwas wie ein Nachnähren gibt. Man kann sich das, was man als Kind nicht bekommen hat, sich auch als Erwachsener noch holen und es integrieren. Es gibt so eine Art Heilungsprozess, der ermöglicht wird durch dieses intensive Gruppenzusammensein. Ungefähr 2000 Jahre her, im Römischen Reich in Palästina. Da war jemand unterwegs als Zimmermann. Es war auch keine so tolle Zeit. Die Römer fanden es ganz üblich, dass man Leute kreuzigt. Also, dass er später gekreuzigt wurde, war nicht unüblich. Das haben viele gekreuzigt, Tausende wurden gekreuzigt. Darum fand es auch keiner so wichtig, dass er es aufgeschrieben hat. Einer von Tausenden. Aber dieser Zimmermann hat eine ganz besondere Idee gehabt.
Idee, die damals völlig revolutionär war. Und die auch heute noch nicht wirklich umgesetzt ist. Erden haben könnten. Wenn wir uns gegenseitig lieben würden. Den Nächsten so zu lieben wie sich selbst. Ohne Bewertung. Einfach so anzunehmen, wie er ist. Weil wenn ein Mensch so angenommen wird, wie er ist, dann kann ein Wunder geschehen. Ein richtiges Wunder. Weil der Mensch dann zu einem Wesen werden kann, zu dem Wesen, als das er eigentlich wirklich gedacht war. Ein göttliches Wesen. Jeder von uns hat das Potenzial, ein göttliches Wesen zu sein. Alles, was uns fehlt, ist das Gefühl, es sein zu dürfen, sicher zu sein, angenommen zu sein. Dazu zu gehören, ganz egal was. Ohne irgendwas dafür tun zu müssen. Wenn ich dieses Gefühl haben darf, weil es mir von anderen Menschen gegeben wird, dann kann mit mir ein Wunder geschehen. Und ich kann Gott in mir verwirklichen. Da, wo sich zwei oder mehr Menschen in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Und das ist genau das, was auf einer Kuschelparty passieren soll.
Ich bitte, ganz langsam wieder den Kontakt zu lösen. Nehmt euch Zeit, um wieder ganz bei euch anzukommen. Es waren jetzt genau 30 Minuten. 30 Minuten. Wer Zweifel hat, dass man in 3 Stunden eine Menge bewegen kann, soll die Hand heben. Oder für immer schweigen. Danke, Marco. Wir machen heute Abend um 21.15 Uhr im Seminarraum 2 noch einen Workshop zu dem Thema. Da haben wir eine ganze Stunde Zeit. Der Petro ist dann leider schon wieder unterwegs, aber der Lazar wird für uns Musik machen und die Melanie wird auch dabei sein. Also wird sicher eine ganz schöne Sache. Vielleicht und, doch nicht. Du, das fände ich klasse. Das fände ich schön. Das fände ich schön, ja. Also es wird ein sehr stimmungsvoller Abend noch und wir werden dann auch nicht nur im Kreis sitzen, wir werden uns auch ein bisschen bewegen. Yes. Wer möchte, kann dann auch mal das im Liegen ausprobieren, weil es geht ja um ein Kontaktliegen. Also bei Hunden zum Beispiel gibt es dieses Kontaktliegen, wo Hunde im Rudel zusammenliegen und dann wirklich in die völlige Entspannung beim Liegen gehen. Das kann man im Sitzen gar nicht. Und man kann auch nicht sich mit mehr als mit 2 Leuten verbinden, man kann sich dann mit wirklich dem Rudel verbinden. Wer diese Erfahrung machen möchte, ist herzlich eingeladen. Heute 21.15 Uhr, Seminarraum 2. Ich kann euch versprechen, es wird stimmungsvoll. Es wird sicher ganz stimmungsvoll. Ich möchte mich bei dir bedanken. Vom Herz zu Herz, von Mann zu Mann. Das letzte Mal, wo ich dich erlebt habe, warst du genauso berührt wie jetzt. Und ich vermute, das bist du jedes Mal. Gehe ich davon aus. Und dafür ziehe ich den Hut ab, dass du dir diesen Schuh anziehst, jedes Mal auf neu. Und danke dir dafür, dass du das in die Welt bringst. Ich habe da lange drüber philosophiert und nachgedacht und hin und her. Ich leite solche Veranstaltungen an, schon seit vielen Jahren. Und da kommt immer wieder, kommt bei den Teilnehmern was hoch. Und ich ermutige sie immer, ja, lass es hochkommen. Es ist nichts schlimm.
Es ist absolut nicht schlimm, deine Gefühle zu zeigen. Wenn du weinen möchtest, wenn du schreien möchtest, wenn du auf ein Kissen schlagen möchtest, was immer es ist, wenn du ganz traurig bist, verzweifelt, was immer dafür ein Gefühl ist, lass es raus, lass es zu, es passiert nichts. Und ich möchte euch zeigen, dass es wirklich nicht schlimm ist. Lasst eure Gefühle einfach raus. Es passiert nichts. Doch, wir werden immer weicher. Wir arbeiten daran, Petra, wir arbeiten daran. Ja, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich möchte aber euch alle bitten, bleibt noch einen Augenblick sitzen. Ja, danke. Wir waren jetzt ganz tief, ganz, ganz tief unten. Wir waren noch nicht so weit unten, wie wir runtergehen könnten, wenn wir länger Zeit hätten, aber wir waren schon ziemlich weit unten. Und es ist ganz wichtig, dass ihr euch jetzt nochmal 2, 3, 4, 5 Minuten Zeit gönnt, um aus dieser Weichheit, die wir jetzt alle haben, aus dieser Weichheit wieder rauszukommen. Weil wenn ihr da jetzt rausgeht, und ihr seid noch in dieser Weichheit drin. Ja, ist ja alles gut. Wenn ihr darauf. Ja. Es kommt die Unruhe, ne? Also, wenn ihr da rausgeht in dieser Weichheit, es kann wie ein Schlag ins Gesicht sein. Deshalb nehmt euch Zeit, ganz wieder zu euch zu kommen. Nochmal ganz tief durchzuatmen. So für sich zu sitzen, dass ich mir jetzt ganz für allen, ich für mich, nicht so wieder. Boah, ich, ja, und jetzt kann ich wieder rausgehen. Ne? Das ist wichtig, weil es ist ganz unangenehm, wenn du rausgehst und dann in diese Welt da draußen kommst, die sich nicht verändert hat. Du wiederholst den Schock des Säuglings. Du bist ganz weich. Du kommst in diese Welt und dann ist es ganz hart. Ja. Wo ist eigentlich das Eier, das Einhorn? Das muss ich nachher wieder haben. Es tut mir leid, aber ich muss das wieder haben. Das gehört mir nämlich nicht. Ja. Also nur mal ganz bei euch ankommen, wichtig. Bevor ihr da rausgeht. Und wer wiederkommen möchte, ist herzlich eingeladen. Wer mich sehen möchte oder vielleicht das Buch kaufen, Schirnerstand drüben, bin ich dann noch da. Wir müssen alle hier raus jetzt in 2 Minuten. 5 Minuten zeigt die Dame. Ja, wunderbar, danke. Ja, bitte. Das klingt sehr verlockend. Es gibt 2 Gründe, die dagegen sprechen. 3 eigentlich. Also, das erste, ich bin skeptisch wegen des Wetters. Es soll heute Abend Gewitter geben. Ich möchte ungern auf den Helfensteinen sitzen in einem Gewitter. Das haben wir bei Universum gestern auch bestellt, dass es nicht so ist. Also ich würde sagen, wir müssen uns auf jeden Fall im Seminarraum treffen. Da führt kein Weg dran vorbei, weil ja manche das gar nicht wissen. Aber wir behalten es im Hinterkopf, ob das vielleicht eine Alternative ist. Es ist schön, wäre es auf jeden Fall. Ich war auch da oben, es ist traumhaft. Aber es ist auch so, da im Dunkeln dann da runterzukommen. Na gut, wir denken drüber nach. Danke für den Vorschlag. Ich meine den Sand, der ganz Sand, ja, ja. Wir haben ja vielleicht einen Hund dabei, der das dafür. Hütehund, ein echter Hütehund. Dem ist es ganz wichtig, dass das Rudel beisammen ist und dass im Rudel, darum kann er nicht gehen, dass jetzt Leute gehen. Das Rudel muss beisammen sein und dem muss es gut gehen, dann geht es ihm auch gut. Darum ist er ein gutes Beispiel für Kuschelenergie. Dem geht es gut,
wenn es den anderen gut geht. Gell? Ja. So. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön. Fand ich super. Super, dankeschön. Yes. Danke. Danke, danke.